Herr Vorsitzender, verehrte Kolleginnen und Kollegen, unser Dank gilt dem Vorsitz für die Einladung zu diesem Ministerrat und für eine exzellente Präsidentschaft und dem slowakischen Engagement für Dialog und Multilateralismus in schwierigen Zeiten. Und lassen Sie mich unsere tiefe Anteilnahme dem kommenden Vorsitz Albanien zum Ausdruck bringen, angesichts des verheerenden Erdbebens, das sein Land heimgesucht hat. Derzeit blicken wir alle mit großer Erwartung auf den Gipfel im Normandie-Format am kommenden Montag. Dieser Gipfel ist möglich, weil beide Seiten Schritte unternommen haben, die in die richtige Richtung weisen. Insbesondere die Maßnahmen der neuen ukrainischen Regierung verdienen unsere Anerkennung. Wir hoffen, dass auf dem Gipfel Beschlüsse gefasst werden, die dazu beitragen, die Gewalt zu beenden und das Leid der Zivilbevölkerung zu mildern. Wir wollen konkrete Vereinbarungen zur Umsetzung des Minsker Abkommens treffen, die einen weiteren Schritt hin zu einer friedlichen Lösung des Konflikts markieren, unter Berücksichtigung der ukrainischen Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität. Dies können wir erreichen, wenn auf allen Seiten ein starker politischer Wille vorhanden ist und keine Seite von der anderen mehr erwartet, als sie selbst zu geben bereit ist. Die OSZE leistet bei diesem Prozess einen wichtigen Beitrag. Ich danke daher besonders dem slowakischen Vorsitz, dem Sonderbeauftragten und den Koordinatoren der trilateralen Kontaktgruppe und vor allem auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sonderbeobachtungsmission SMM in der Ukraine für ihr unermüdliches Engagement. Multilateralismus bietet in der zunehmend globalisierten Welt für alle Staaten einen hohen Mehrwert. Daher hat Deutschland die Allianz für den Multilateralismus ins Leben gerufen, mit der wir gemeinsam an der Stärkung der regelbasierten, kooperativen Weltordnung arbeiten. Der Instrumentenkasten der OSZE ist gut, aber oft mangelt es an politischem Willen zur Konfliktlösung. Beharrlich verfolgte kleine Schritte können zu nachhaltigen Erfolgen führen. Ein Beispiel ist der Transnistrien-Konflikt, wo die meisten der seit 2016 verabredeten Maßnahmen des sogenannten Berlin-Plus-Pakets umgesetzt werden konnten. Sicherheit ist unteilbar im euroatlantischen wie im eurasischen Raum. Wir müssen das OSZE-Instrumentarium zur Stärkung von Sicherheit und Vertrauensbildung deshalb nutzen und fortentwickeln. Dazu gehören auch die Modernisierung des Wiener Dokuments und die Fortsetzung des strukturierten Dialogs. Beides trägt dazu bei, militärische Transparenz und Berechenbarkeit zu erhöhen, Risiken zu reduzieren und so unser aller Umfeld sicherer zu machen. Einen sichtbaren Beitrag zur Sicherheit leistet die OSZE auch beim Thema Kleinwaffen. Deutschland und Frankreich arbeiten eng mit den Westbalkanstaaten bei der Kleinwaffenkontrolle zusammen. Das bedeutet aber auch Sicherheit nicht um jeden Preis. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte müssen unsere oberste Richtschnur bleiben. Der Fall der Berliner Mauer, der jetzt 30 Jahre zurückliegt und uns einander näher gebracht hat, sowie das 30-jährige Jubiläum der Charta von Paris im nächsten Jahr, sollten uns daran erinnern, dass wir diese Grundlagen nicht vergessen. Wir haben uns gemeinsame Prinzipien verschrieben und an diesen müssen wir festhalten. Anders können wir Sicherheit im OSZE-Raum auf Dauer nicht gewährleisten. Wir unterstützen in dieser Hinsicht den Appell des slowakischen Vorsitzes. Die OSZE wird auch im kommenden Jahr vor vielen Herausforderungen stehen. Wir wünschen dem eingehenden Vorsitz Albanien viel Erfolg und ein gutes Gelingen dabei, Konsens zu fördern und tragfähige Lösungen umzusetzen. Albanien kann hier weiter auf unsere volle Unterstützung zählen. Vielen Dank.